zurück zu Cyberpunk 2077. Konnte wohl jemand nicht parken. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt mal wieder Hauptquest und gehen zum Afterlife. So, wir fahren hin. Kopfgeld. Ey, ihr seid ein bisschen was wert. Könnt ihr bitte sterben? Gucken, habe ich keine Granaten mehr? Hintergranaten. Ich kann ja bestimmt welche herstellen, oder? Gucken wir mal. So. So, das war's noch. Ach, da ist er noch. Komm mir mal nicht so nah, Kollege. Ach, ich muss sie noch scannen oder was? Oder wie? Hat sie sich ja darüber gefreut, dass ihr Kollege da gestorben ist. Moin. Also ich muss ich sie scannen, damit ich ins Kopf gekriege? Dann gehen wir mal zum Afterlife. So. Was ist das hier? Ach, die schnell rein, so, okay. Nee, das muss ich jetzt nicht haben.
Na, Jackie. Yo también te quiero, ma. Na, endlich, hermano. Sieht aus, als hättest du einen Marathon hinter dir. Ist was passiert? Jahrelange Söldnerarbeit. Und trotzdem schwitze ich wie ein Schwein, wenn Ma anruft. Sie kann nicht anders. Will sicher gehen, dass ich nicht in irgendeiner Tonne verrotte. Wie die anderen Wallace-Jungs. Langsam geht mir das echt an die Nieren. Je öfter ich ihr sage, dass alles okay ist, desto mehr denke ich, ich lüge. Aber nach morgen ist das alles vorbei. Afterlife, wir kommen. Wir haben es geschafft. Die Oberliga. Und höher geht es nicht mehr, Juma. Und weißt du was, wie? Wir haben es uns verdient, Mano. Oh ja, Jackie, dann let's go. Bereit für dein erstes Mal? Vamos! Immer doch. Oh je. Entspann dich, Kollege. Ja, red mal weiter. Das war mal eine Leichenhalle. Kannst du das glauben? Im Ernst, Jackie? Was? Das hast du von mir. Echt jetzt? Oh, Scheiße. Muss ewig hier sein. Und wer seid ihr, Clowns? Ich bin V. Das ist Jackie Wells. Okay. Sollte da was klingen? Wird es bald. Treffen uns hier mit Dex. Yo, Dex. Wir sind zwei, die meinen, du willst mit ihm reden. Ja? Okay, alles klar. Er sagt, er braucht eine Sekunde. Holt euch ein paar Drinks oder so. Schon dabei. Das ist es. Bester Urlaub aller Zeiten. Oh, geiler Club. Das fucking Afterlife. Das Herz von Night City. Boah, ihr spielt einfach nur geil aus. Stell's dir vor. Susan Forest. Bin gleich bei. Boah, boah. Vielleicht sogar morgen Blackhead. Endlich sind wir hier. Alte Dame da. Das ist Rogue, der beste Fixer in ganz Night City. Dachte, Dex wäre der Beste. Rogue hat schon Jobs besorgt, als Dex noch in die Windeln geschissen hat. Der Laden gehört dir. Was wollt ihr trinken? Bestell du. Bei Oldschool Tequilas mit dem Spritzer Cerveza und Chili Schote. Zwei Johnny Silverhands, komm sofort. Ganz genau, Chica. Jemand hat seine Hausaufgaben gemacht. Meine hat wohl der Hund gefressen. Hat hier Tradition. Drinks sind nach Stammgästen benannt. Wie lange gibt's das Afterlife schon? Ein halbes Jahrhundert? Länger. Ich weiß aber nicht, wie viel länger. Muss der älteste Club in Night City sein. Und der am meisten respektierte. Vergiss das nicht. Was muss ich tun? Damit ein Drink nach mir benannt wird. Draufgehen. Und zwar mit einem richtigen Knall. Am besten bei einem Job. Was für eine schöne Tradition. Hat man ja nicht mehr. Und Ziemlich hoher Preis für einen Drink. Hey, jeder muss irgendwann sterben. Wieso nicht mit Stil? Aufs Stinkreich sein. Stinkreiche Legenden! Ah. Ach ja, übrigens, ich bin Jackie Wells. Willst du schon mal mein Rezept aufschreiben? Klar. Ein Shot Wodka auf Eis, Limettensaft, Gingerbier, oh, und das Wichtigste, ein Schuss Liebe. Ich merk's mir. Hab gehört, ihr seid Dex neuester Fund? Nur geschäftlich. Nichts Großes. Bist du denn schon erwartet? Ist Dex Stammkunde? Kommt er oft her? Er war eine ganze Weile weg. Hat sich hier volle zwei Jahre nicht blicken lassen. Entspann dich. Ein Kater geht eben seinen eigenen. Ja, wo immer er war. Er kam ein paar Pfund leichter wieder.
Vielleicht gab's dort doch keinen Pizzanotdienst. Woher weißt du das? Das gehört zu meinem Job. Seht euch um. Was glaubt ihr, wie Söldner sich ihren Ruf verdienen? Tratschende Waschweiber, allesamt. Hals und Bein, Bro. Danke. Na dann, let's go. Mann, Homie. Du bist riesig. Studio? Ja. Yeah. Ah, ich auch. Im Ring. Machst du auch exotischen Kram? Kempo? Ninjutsu? Ja. Yeah. Meinst du, du könntest mich umhauen? Hier rein. Ist der pinche Tipo. Tolles Gespräch zwischen den beiden. Kannst du mich umhauen? Yep. Ja, sicher. Ja, genau. Excelsior. Kalte, harte Eddies, wie immer. Muss los. Na, wenn das nicht Mr. V ist. Die ganze Familie. Endlich. Erstes Mal im Real Space. Was ist mit dem Flathead? Sehen wir uns das gute Stück mal an. Alles klar. Macht's euch bequem. Nette Kabine. Schalldicht? Jackie. Nein, Mr. Wells hat recht. Wir reden hier gleich über ziemlich heikles Zeug. Aber wenn alle einverstanden sind, fange ich mit einer Frage an Mr. V an. Evelyn Parker, wie lief es? Ich könnte es dir verraten, aber das will ich ja gar nicht. Ganz gut, denke ich. Wir waren im Compeki Plaza. Direkt drin, mit ihrer BD-Aufnahme. Mhm. Hat mir Buck schon erzählt. Also kennst du das Ziel, Yorinobu Arasaka. Kaisersohn und mutmaßliche Erbe. Mhm. Der Mann mit dem Millionen-Eddie-Namen, ohne Talent dahinter. Evelyn Parkers spezieller Freund? Und sonst? Wollte sie nur Hallo sagen? Oder war noch was? Hm. Diese Parker. Weiß nicht. Irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl bei ihr. Einen Abend schlürft sie Champ Paradis mit Yorinobu, den nächsten redet sie mit Gästen im Lizzies. Passt nicht zusammen. Fiel mir auch auf. Du meinst, wir zählen eins und eins zusammen und haben am Ende drei raus? Dann fehlt was in der Gleichung. Aber deshalb habt ihr mich. Wer euch ficken will, muss erst an Dex de Chance 300 Pfund Arsch vorbei. Noch was? Hm. Ich glaube. Sie wollte mich nur begutachten. Sie wollte dich nur begutachten, hm? Lass uns den Plan durchgehen. Was hast du für uns, Dex? Das hier. Gut, dann wollen wir mal. Dex und ich haben die Details schon besprochen. Die Sache wird ein Spaziergang. Okay, dann lass mal hören. Ein Delamain bringt euch zur Vordertür des Compeki Plaza. Mit den falschen Ausweisen könnt ihr einfach reingehen. Dann durchbrecht ihr mit Bugs Hilfe das Hotel Subnet. Meiner und Flatheads Hilfe. Und zum Schluss schleicht ihr euch in Yorinobus Penthouse und holt den Relic. Natürlich muss das leise über die Bühne gehen. Idealerweise ohne Leichen. Am besten keine. Ihr seid die ganze Zeit mit T-Bug verbunden. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie jetzt. Wie kommen wir ins Penthouse? Yorinobu hat kaum Mietmuskel. Die Penthouse Security wird das Schwierigste. Wenn wir sie deaktivieren wollen, müssen wir Konpekis Dweller neutralisieren. Den Elite-Runner, der das Hotel Subnet überwacht. Der Haken ist, dass wir von draußen nicht zum Dweller durchkommen. Moment. Wir sollen in einen Raum gehen. In den nicht mal du kommst? Vertraut mir. T-Bug hat bereits alle Szenarien durchgespielt und gelöst. Hier kommt der Flathead ins Spiel.
Ihr müsst ihn über den Belüftungsschacht zum Dweller lenken und ihn zu einer Pause zwingen. Der Flathead bleibt dort, verlinkt mit dem Dweller. Und in der Zwischenzeit roll ich euch den roten Teppich zum Penthouse ab. Sonst noch was? Das Auto ist ein Delamain? Ist das beste Taxiunternehmen in Night City. Nicht einmal. Deshaun arbeitet nur mit den Besten. Und Delamain sind die Besten. Wer will schon neugierige Fahrer, wenn man Stil echt mit einer sauberen KI von A nach B kommt? Wie der jedes Jahr aufs Neue an Lizenzen rankommt, ist mir ein Rätsel. Wenn alles glatt geht, bringt euch der Delamain wieder her. Und wenn's doch haarig wird, wird's Zeit für Plan B. Der da wäre. Das No-Tell Motel. Ruhiger Ort, keiner stellt Fragen. Von dort sehen wir weiter. Aber ich bin sicher, das wird nicht nötig sein. Sonst noch was? Verrat uns was zu unseren Identitäten. Wer sind wir? Hallo, Ramon Victorino. Und du bist Harry Conwell. Ramon? Was, wenn die fragen, was wir da zu suchen haben? Business. Konzernwaffendeal. Falls jemand fragt, ihr trefft euch dort mit Arasakas Verteidigungstypen. Haji Metaki. Sonst noch was? Okay, ich weiß Bescheid. Perfekt. Ich habe eine Frage. Wann erfahren wir, warum wir alle hier sind? Jackie, was war das denn? Immer gleich und nicht verhandelbar. 30%. Wow, 30? Jeder Teil dieser Sache birgt Risiken. Das ist der Wert von eurem, so wie ich ihn einschätze. Scheiße, so ist ein bisschen wenig. Komm schon, Dex. Das ist echt wenig. Moment mal, Homie. Wer hat den Flathead geholt? Und die Infos aus dem Braindance? Außerdem gehen wir in ein Hotel voller Sackerspackos, um Sohnemann sein scheiß Spielzeug zu klauen. Wir sind der Job. Und wer sorgt für den Transport, den besten Netrunner, einen sicheren Plan und alle Infos? Sushi. Willst du mich herausfordern? Ha. Jack hat recht. Ich hab keine Angst vor ihm. Mehr als 30%. Wir sind mehr wert. Okay, 35. Letztes Angebot. Alles klar. Damit kann ich leben. Ist eine Weile her, dass mir jemand was abgeschwatzt hat. Ganz lustig. Eine Sache noch. Im Konpeki sind keine Waffen erlaubt. Ist wie am Flughafen. Also, lasst ihr zwei eure Bleispritzen schön im Auto und bringt den Flathead im Koffer rein. Hier sind ein paar Anzüge, damit ihr nach was aussehen. Chido! Danke, T. Ich will ja nicht ungemütlich werden, aber wann sehen wir unsere Eddies? Das hängt davon ab, wie Miss Parker ihre Rolle spielt. Schätze so in ein, zwei Wochen. Was machen wir in der Zwischenzeit? Eier schaukeln? Ihr wartet und haltet die Köpfe unten, denn Arasaka sieht zu. Also, wie dieser Grieche sagte, das Leben ist ein Bankett. Verlassen wir es weder durstig noch betrunken. Draußen wartet euer Streitwagen. Ich bin dann auch weg. Muss das Verlinken vorbereiten, damit wir uns auch hören. Sonst noch was? Letzte Chance. Der Plan. Was hältst du davon? Bringt hoffentlich genug ein, um bald auf Kreta in der Villa zu wohnen. Ganz ohne Cyberspace. Schickst du mir eine Ansichtskarte? Nimm's nicht persönlich. Aber ich werde alle Kontakte abbrechen. Sauberer Schnitt. Du und Dex, kennt ihr euch schon lange? Wieso? Naja, die Leute erzählen viel Blödsinn. Alles, was wir hören, ist eine Meinung, kein Fakt. Marc Aurel, glaube ich. Wow, Dex und du am Philosophieren. Kein Wunder, dass ihr klarkommt. Danke für die Hilfe beim Scav-Job. Ein paar Wichser weniger in der Stadt, das ist gut. Die im Rathaus sollten uns die Füße küssen. Nein, alles klar soweit. Dann mal an die Arbeit. Na gut, dann let's go. Okay, können wir dann gehen? Ich muss erst noch was erledigen. Sin problemas. Wir treffen uns beim Delamain. Okay.
Und ich check jetzt erstmal das Vorgehen. Denk nur dran, dich umzuziehen. Yo, Jackie. Alter. Was ist denn hier? Ja gut, ich würde aber sagen, ich mache einen schnellen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss.